Wir sind das Ensemble Klingzeig, ein Barockensemble aus Tirol. Es gibt uns jetzt schon seit 10 Jahren, aber Memento Mori ist unsere erste CD. Wir haben sie in voll und schönen Saal, nämlich im Banardi-Saal im Stift Stams in Tirol aufgenommen. Memento Mori, der Begriff kommt aus der Antike und heißt Gedenke, dass du sterblich bist. Und es ist aber jetzt gar nicht so die Sehnsucht nach dem Tod, sondern vielmehr das Bewusstsein, dass man stirbt und deswegen soll man das Leben genießen und gut leben. Wir haben in unserer Aufnahme versucht, den Übergang von Leben zum Tod klanglich darzustellen. Wir haben natürlich ein bisschen getrickst in der Aufnahmetechnik und haben auch den Raum ausgenutzt. Das heißt, es waren Mikrofone ganz nah bei uns, aber auch in der Ferne. Und durch das entsteht der Effekt, dass man eben etwas verschwinden hört. Die Stücke haben dann auch teilweise unterschiedliche Besetzungen, groß und klein und irgendwie auch bombastisch, wenn es für einen Fürsten geschrieben wurde, das Lamenti, aber auch irgendwie sehr bescheiden, wenn es nur ein Klagelied der Troubadoure zum Beispiel war, wo nur ein Solo-Blockflöte das Stück spielt. Aber es war irgendwie sehr faszinierend, dass eben auch die verschiedenen Instrumentierungen eine Bandbreite zeigen von Klängen, die ja eben auch wie das Leben so unterschiedlich und vielseitig sind. In den letzten 10 Jahren hat sich eine gewisse Arbeitsweise herauskristallisiert bei Klingzeig. Und die Claudia und ich, wir haben viele Projekte entwickelt, wo wir auch mit anderen Kunstformen kooperieren. Bei dieser CD war die Verbindung von uns zur Gegenwart, waren die Fotografien von Carmen Treichl. Sie hat mit einer analogen Kamera Bilder fotografiert, die für sie die Vergänglichkeit darstellen. Die CD wird bei dem Label BIS erscheinen, das schwedische Label BIS, was uns natürlich sehr freut.